starte mal den Stream. Ja? Okay. Das heißt, wenn der dann läuft, dann ist das alles live. Ne? Okay. Dass ihr nur wisst. Starting. So, wir sind jetzt live. Hallo. Jetzt. Sehr schön. Schön, dass ich hier sein darf im Plug-Wohnzimmer. Dein Publikum sitzt Dein Publikum da in der sitzt Kamera da. Drin, direkt da drin. Hallo, aber nicht nur in der Kamera, sondern hier auch auf der Couch. War im Plug-Wohnzimmer. Ja, Ketsch. Ketsch ist hier. Ketsch. Mein eigentlicher Geburtsname. Ach so, wieso? Ist das dein Nachname? Das ist der eigentliche Nachname, ja. Ich habe damals meinen jetzigen Namen, Paulik, den habe ich damals als Kind von meinem Stiefvater angenommen. Dachte, na okay, dann mache ich halt mit meinem richtigen Geburtsnamen Ketsch. Eben halt Musik, meine eigene Musik. Mhm. Und deswegen bin ich auch hier, bei Mirko. Das freut mich sehr. Was hören wir heute von dir? Na, Lieblingslieder oder Schlaflieder? Oder nein, so Hochzeitslieder? Nein, oder? Das ist alles so aus dem Leben geschrieben, deutsch gesungen, selbst komponiert und. Mal gucken, lange, manche halt lange nicht gespielt, aber wir werden mal sehen, ob das heute funktioniert. Ja, das hören wir heute. Wir werden mal mit dem ersten Song beginnen, wa? Gerne. Der erste Song heißt Weitergehen. Und ja, irgendwie den habe ich damals in 20 Minuten geschrieben. Da ist mir so eingefallen, manche Songs, die gehen halt ziemlich schnell. Warte mal kurz, deine Gitarre geht gerade nicht. Kann Achso, ja, ich kann sagen, jetzt entschuldige, das ist mein Schein. Ah. So, Technik alt okay? Jetzt sieht besser aus, ja. Sehr schön. Ich bin gelaufen auf vielen Straßen, das Kopfstück feste und Eis am Teer. Ich bin gerannt. Viele Gassen, halbe doch, es war nicht schwer. So manche Plätze habe ich gesehen. Viel weniger Entscheidung, in falsche Richtung ist auch geschehen. Einfach weitergehen, zurückgefunden, irgendwann eine neue Kreuzung. Wo geh ich nur lang? Viel zu lange steh ich schon hier. Die Entscheidung fängt von vorne an. So manche Plätze habe ich gesehen. Auf der Suche nach der Ruhe. Falsche Wege waren noch dabei. Einfach weitergehen. Und alle die, die mit mir laufen, die sind auch mal gerannt. Sind mir sehr nah oder nur bekannt. Man trifft sie wieder. Menschen im Land haben aufgehört zu laufen oder sind schon wieder vor. Ich vergesse euch nicht, lauf jetzt weiter in Richtung Sonnenlicht. Weiter, immer weiter, in Richtung Sonnenlicht.
Dankeschön. Vielen Dank. So, ein Song, der ist auch schon ziemlich alt. Ich glaube 2007. Ich weiß es nicht mehr. Lass es 2007 sein. Mal geschrieben, weil mich halt immer ärgert, wenn so Leute alles ignorieren und denken, sie sind die Größten. Und das hat mich damals mal ärgert und dann musste ich einen Song darüber schreiben. Und der Song heißt Ignorant. Ignorant.
funktionieren soll hier. Das moderne. Ja, das moderne Buch. Ja. Das moderne Notizbuch. Wenn nicht, hätte ich drei Ordner bei, aber heutzutage kann man da. Ja, was machst das du denn mit dem Ding nicht hier? Nein, das meiste ist im Kopf so drin, muss ich es neu schreiben. Dann muss ich es neu schreiben. So, auch im Unplugged-Wohnzimmer wird live gestimmt. Nicht? Gut. Ja, ein Song, der ist auch schon ziemlich alt. Eigentlich habe ich mir das ja auch hier notiert, muss ich ja dazu sagen. Aber es steht nicht da, wa? Ja, du kannst übrigens hier auch die anderen Gitarren ausprobieren, wenn du magst. Die stehen also nicht nur zur Ziele da. Ich weiß, es reizt immer wieder, vor allen Dingen die Hofner auszuprobieren. Aber die klingt ganz anders. Das ist halt eine Dobro, nicht? Das ist ja. Das ist ja, die klingt auf jeden Fall. Die ist jetzt auch normal gestimmt, ja? Ist die normal gestimmt? Ja. Können wir ja ausprobieren. Kann man ja ausprobieren. Ja, jetzt mache ich erstmal noch, also der ist wirklich ein bisschen älter. Ja, wenn man mal ein Haustier hatte, dann ist man auch was passiert, wenn der nicht mehr ist und wie traurig man ist. Und da habe ich den geschrieben. Das ist krass, das Stück. Das ist krass? Ja.
Ja. Weil ich habe auch meinen Hund vor einem Jahr verloren und das ist schon hardcore. Das stimmt. Ich musste meinen auch damals einschläfern lassen, da durch das auch der Sonne entstanden damals. Mit 8 Jahren, ziemlich großer Hund gewesen, aber leider nicht mehr. Also ich hatte zum Tierarzt, der Hund das auch wusste, irgendwie, ich hatte 5 Versuche, also die ging schlecht, wir sind zum Tierarzt gegangen und dann ging es ihm wieder gut. Dann wird mit nach Hause genommen. Also ganz komisch. Ja, so ist das. Ja, jetzt kommt ein Song, der ist wirklich schon alt, der ist von 2002. Ist das alt? Ja, kann man sagen, das ist alt. Ja, damals mit meiner Bluesband gespielt, mit der wir eigentlich mehr oder weniger Südstaaten-Rock gemacht haben, aber wir haben den mal irgendwie mit drin genommen. Aber haben wir den auch völlig anders gespielt und ich habe den dann, glaube ich, vor 5 Jahren nochmal umgeschrieben, musikalisch. Der heißt ja das Leben. Ich traf Susanne, ja, sie war schwanger, ein Kind von ihm, den es eigentlich gar nicht gibt. Dann traf ich ihn, er ist so clean, der kauft das Glück mit einem listigen Trick. Ich traf den Kohl, dem geht's ganz wohl, der sagt am Ende, will's nicht auch ne Spende. Dann traf Carmen im Haus von Namen, jetzt hat sie Geld und sie sagt sich, was kostet die Welt. Ja, ja, das Leben dreht sich endlos im Kreis. Das Leben dreht sich endlos im Kreis. Mal geht's nach oben, nach unten und mal, da bleibst du stehen. Dann traf ich Frauen, man kann drauf bauen. Doch irgendwann ist die Zufriedenheit weg. Und noch die Männer, alles Männer. Doch ohne sie geht heute auch nichts mehr. Ich hab den Paul getroffen, na klar war er besoffen. Es macht mir Angst, denn ich habe ihn so lieb. Ich traf den Klaus im Krankenhaus. Es ist zu spät, weil es ihn heute nicht mehr gibt. Ja, ja, das Leben. Das Leben dreht sich endlos im Kreis. Das Leben dreht sich endlos im Kreis. Mal geht's nach oben, nach unten und mal, da bleibst du stehen. Manchmal hast du auch im Garten neben Pech, weil auch dort wird irgendwann das Obst schlecht. Das Leben ist ne große Beute, was zählt sind einfach nur gute Freunde. Ich hatte Pech, alles war weg, doch an den Haaren zog ich mich wieder raus. Ich hatte Glück, ein kurzes Stück, jetzt geht's mir gut, ich habe wieder Mut. Ich traf Susanna, sie war noch schwanger, weg von ihm, denn er war ihr zu clean. Dann traf ich ihn, direkt bis zum Knie. Jetzt ist er auf der Flucht wegen seiner Sucht. Ja, ja, das Leben dreht sich endlos im Kreis. Das Leben dreht sich endlos im Kreis. Mal geht's nach oben, nach unten und mal, da bleibst du stehen. Ja, ja, das Leben. Ja, ja, das Leben. Oh. Jetzt kann ich deine Dopo mal ausprobieren, wenn wir wollen. Zu dem Song passt das, glaube ich, ganz gut. Ja. Das ist jetzt ein Experiment. selben Stecker? Kann rausziehen, ja. Wollen wir mal probieren, das ist witzig mit der Dopo. So, schnupp, schnupp. Ich frage jetzt nicht, was das heißt. Was? Das ist eine Dopo. Wie sagt man, eine Resonator-Gitarre. Die haben die Schwarzen erfunden damals.
Aha. Weil die haben Straßenmusik gemacht und die Holzinstrumente waren im Prinzip zu leise gewesen. Und dann haben die außen, also im Prinzip einen Metallkorpus gemacht, damit die lauter ist auf der Straße. Und hat halt so einen eigenen Klang, logischerweise. Wie sieht die reinstecken? Die ist eigentlich so laut genug. Ich muss da reinstecken, sonst kann ich sie nicht aufnehmen. Ach so. Siehst du. Müssen wir erst das Mikrofon aufnehmen. Muss das schon bestimmt werden. Das ist ja witzig, das wird jetzt ein Experiment. Wie so auf D. Das auf dem Akkorde stimmt, wa? Echt, ja. Ja. Okay. Ich stimme sie jetzt richtig, ja. Stimme sie mal, wie du brauchst, ne? Diese Inlay aus Metall, die gibt es aber auch richtig aus Metall. Die sind schweineschwer. Ja, die ist schon schwer, sag ich mal so, aber wenn der Korpus komplett aus Metall ist, das ist Wahnsinn. Ja. Und das Röhrchen eigentlich dazu, was es dazu gibt, ich spiele es ja normalerweise, kannst du mir mal kurz mal eben sehen, ich spiele es ja normalerweise mit einem Open Tuning und dann hast du halt das Röhrchen, kennst du mit dem Röhrchen und dann hat die dann halt so einen besonderen Klang. Also es gibt einmal die Glasvariante. Ja. Und die Metallvariante. Ja. Aber Glas klingt immer schöner. Metall ist dann immer so. Also dann hast du dann halt, die hat halt dafür die besondere Klang. Müsste ich sie jetzt wieder auf einen Akkord stimmen oder Open stimmen? Ja, manche können das auch so, ich nicht. Ja, ist eine Wissenschaft für sich, ja. Ja, aber das halt, durch das Ding klingt das halt schön, schön anders. Na gut, dann machen wir mal den nächsten Song. Heißt vorgestellt. Läuft alles wieder? Vorgestellt. Der Stream ist noch an, ja? Ja. Wenn es alle mitgekriegt, was wir hier uns unterhalten haben. Ja, ist auch im, wir sitzen ja auch im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer muss es ja gemütlich sein, da muss man sich über alles Mögliche unterhalten können. Genau. Auch mal über Gitarren, wo sie herkommen, was zu machen. Und das so, wie dem Röhrchen wollte ich noch erzählen, das ist ja ein Bottleneck. Weißt du warum? Ja, weil die das damals irgendwie machen wollten und haben einfach einen Flaschenhals genommen und haben den abgeschlagen, abgesägt und das gerade gemacht und dann mehr diese. Die ersten Versuche waren wahrscheinlich mit einer Flasche so gegenhalten. Ja. Oder ein Glas. Ja, der Song heißt vorgestellt. Dazu ist die Gruppe ganz gut. Thank you.
hab mir einfach vorgestellt, wie das wäre, alles ohne Geld. Wir würden uns einfach vieles borgen. Dann hätten wir keine Sorgen mehr, denn wir geben es wieder zurück, ganz zufrieden in unserem Glück. Ich hab mir einfach vorgestellt, jeder hätte das Gleiche auf der Welt. Dann bräuchte man sich nichts borgen. Wir hätten Zeit für unsere Sorgen, würden erzählen bis in die Nacht, ganz zufrieden in unserem Glück. Einzelnen Menschen sind, denn glücklich sein heißt Zufriedenheit. Ich hab's mir einfach vorgestellt, ich hab's mir einfach vorgestellt, einfach nur vorgestellt. Ich hab's mir einfach vorgestellt, ich hab's mir einfach vorgestellt, einfach nur vorgestellt. Schlage, ich habe jetzt schon die letzte Saison. Weiß nicht so schlimm, dann singt jetzt die dritte und dann nochmal die letzte. Ich hab mir einfach vorgestellt, wie das wäre ohne Neid auf der Welt. Wir würden uns einfach akzeptieren, Stärken und Schwächen formatieren und alles besser kapieren. Wer zufrieden in unserem Glück. Mir einfach vorgestellt, dass Macht die Seele regiert und man die Kontrolle verliert. Auf Erden alles zu bestimmen, ist nicht des einzelnen Menschen Sinn. Ein glücklich sein heißt Zufriedenheit. Ich hab's mir einfach vorgestellt, ich hab's mir einfach vorgestellt. Vorgestellt auf der Dobro. Da nehme ich jetzt aber wieder die andere Gitarre. Ich zeige mal Ihnen einen Song nachher mit der Dobro. Mal gucken. Kann ich rausziehen einfach? Ja. Oh, die ist auch schwer. Ja, das rausziehen, das hat mit dem Stecker zu tun. Ach, der hat hier Stecker so einen, ja, der hat den, genau, genau, sehr gut. Alle vom Feinsten im Wohnzimmer hier. Ja. Hast du einen Gitarrenbauer, wo du die hinbringen kannst? Also kennst du da jemanden? Wie meinst du jetzt? Ja, weil du gesagt hast, musst du mal zum Ja, ja, es gibt in Friedrichshain, gibt es, oder Weißensee, ich weiß ja nicht genau, das ist so an der Grenze, glaube ich. Gibt es Guitar Wars. Aha. Das ist der Matt Wars heißt er, glaube ich. Okay. Und der ist ein Engländer und der baut die Gitarren. Und wenn du zu ihm so eine Gitarre hinbringst, dann macht er die so, dass er sich hinterher richtig schön leicht spielen lässt und nicht klirrt. Okay. Also das, was man eigentlich haben will. Okay, jetzt knackt das kurz.
Das ist normal. Das geht nicht weg. Das kann auch gegen die Tarnbauern. Na doch, du kannst einschalten und dann den Stecker stecken. Das hätte man auch machen können. Zum Beispiel. Genau. Ein Song, den ich geschrieben habe, wo meine Tochter geboren wurde, 2012. So eine kleine Melodie. Ja. Schon schön gemütlich hier im Wohnzimmer. Mirko, ich komme jetzt öfter. Dankeschön. Ja, ein richtig alter Song, den muss ich kurz erzählen. Den habe ich nicht selber geschrieben, also den Text habe ich nicht selber geschrieben. Musikalisch habe ich ihn ja, nur akkordtechnisch ein bisschen geändert. Den hat ein guter Freund geschrieben, mit dem ich damals angefangen habe, Musik zu machen, 99. Also der hat mich zur Musik gebracht, hat mir auch viele beigebracht und so was. Und den Song hat er zu Ostzeiten
am Strand geschrieben. Angeblich, also hat er mir das erzählt. Am Strand geschrieben, in 20 Minuten. Und dann gab es eine Band, die hieß damals Wilhelms Rock. Die kam aus Wilhelmsruh und die haben den Song auch live gespielt. Und, ach, Besuch. Besuch. Es klingelt auch ab und zu mal hier bei Mirko im Wohnzimmer. Das ist nur DHL. Ach, nur DHL. Woher wissen die denn, dass wir hier Musik machen? Ja, also ist ja live und wir sind da im Wohnzimmer und da kann schon mal klingeln an der Tür. Und die Christel von der Post steht das vor der Tür. Auch, wenn sie kommt. Deswegen muss ich die Klingel ausschalten, weil manchmal geht das hier hintereinander weg. Jetzt ist alles aus. Das ist aber, da musst du mal gucken, an deiner Klingel, das kann durchaus sein, dass du ein Zeichen an deiner Klingel hast, dass du Parterre wohnst und dann braucht der Postbote nicht so weit hochzurennen, weißt du. Das kann natürlich auch sein. Aus, ja, wie gesagt, der Song ist geschrieben von Reginald Rotbart. Der heißt wirklich so. Der wurde auch mal festgenommen bei der Polizei, weil er keinen Ausweis bei hat. Und er sagt, nein, heißt Reginald Rotbart. Da wurde er festgenommen, weil die Polizei dachte, was ist das für ein Name? Er war aber mit einem Kumpel unterwegs, muss man auch dazu sagen. Die beiden waren betrunken gewesen, hat keinen Ausweis bei gehabt. Und die Polizei hat dann nach dem Namen gefragt. Und zu Ostzeiten. Und da hat der eine gesagt, ich heiße Reginald Rotbart. Und der andere hieß Titus Nadebohr. Und die haben wirklich beide gleich sofort mitgenommen. Ja. Ja, klar. Das ist auch noch so eine Geschichte dazu. Ja, und wie gesagt, mit Wilhelms Rock haben sie auch den Song gespielt und das ist ein schöner Song und deswegen spielt den jetzt einfach auch mal. Auch wenn er nicht von mir ist. Es hat quasi ein von mir gespieltes Cover. Ja. Möchte mal frei sein und machen, was mir gefällt. Mich an die Straße stellen und trampeln ohne Geld. Möchte mal im Flugzeug sitzen, ganz oben über den Wolken und nur daran denken, wie es wäre. Ohne Sorgen. Möchte mal was anderes sein, nicht so wie es wollt. Würde dann die Ketten sprengen und tausche Freiheit gegen Gold. Freiheit gegen Gold. Auf alles pfeifen, geh zum Telefon. Sage zu meinem Meister, ich kann nicht, bin bei den Stones. Möchte mal bei Mädel sein, mit dir schlafen. Morgens meine Sachen nehmen. Und einfach tschüss sagen. Möchte mal was anderes sein, nicht so wie es war. Will an die Ketten springen und tausche Freiheit gegen Gold. Freiheit gegen Gold. Stehen mit Dylan und Neil Young.
möchte über Typen kennen mit Jeans und langen Haaren. Möchte meinen Spießer so richtig meine Meinung sagen. Möchte mal was anderes sein, nicht so wie ihr es wollt. Will an die Ketten spannen und tausche Freiheit gegen Gold. Freiheit gegen Gold. Möchte mal was anderes sein, nicht so wie ihr es wollt. Der ist schon ziemlich alt. 87, 88, 86 Stunden hat er den Mai geschrieben. Der Reginald Rotbart. Reginald Rotbart. Verschärft, wa? Ja. Aber naja, was haben sich die Eltern dabei gedacht? War der Vorname bestimmt auch seltsam, oder? Ja. Reginald Rotbart. So, jetzt noch ein bisschen rockig. Klingt ein bisschen rockig, ein bisschen fast los. Ein Trennungssong, sozusagen. Muss man ja auch mal schreiben, so ein Trennungssong. Wie schlimm das alles ist, ja? Naja, schlimm oder das ist. Oder wie gut das ist. Naja, kommt darauf, der Grund der Trennung ist, ist ja meistens so das Makabere.
Wohnzimmer. Sehr schön. Ja, auch schon ein bisschen älter, der Song. Auf 2003, glaube ich, oder so. Jetzt kommt ein Song, den ich sehr, sehr selten spiele hier, weil er so kurz ist. Nein, nein. Na? Und zwar so eine Situation, wenn man immer jemanden vor sich zu sitzen hat und wie soll ich das erklären, der irgendwas erzählt, rumschreit oder sonst irgendwas, wo man so sagt, oh, ich kann das nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen oder so. So ist der Song irgendwie entstanden. Wie sieht man, den habe ich in Ägypten drüber geschrieben am Pool. Keine Ahnung warum. Das war ziemlich kurz, ja. Zig mal live gespielt, aber dann wieder mal zu selten, wie das halt so ist. Ich bin mein Kapodast da drin, den ihr noch hier habt. Ach hier, auf Augenhöhe, wo sonst? Mal sehen. Bin ich auch nicht textsicher. Das ist immer das Witz hier irgendwie bei eigenen Songs, die hat man selber geschrieben. Und irgendwie so die Texte sind schwerer. Ich glaube, das ist auch nicht eine Sache für Männer. So, sich Texte merken, nee, also ist das männliche Hirn irgendwie nicht ereignet. Okay. Das habe ich schon früher in der Schule gelernt. Okay. Vor allen Dingen auswendig lernen war ja irgendwie besonders schwierig. Na, die Dichte waren halt so, war, wo man drüber eingehört. Also das hatte ich auch Schwierigkeiten, aber komischerweise bei Liedern, das hatte ich schon im Kopf. Also ja, ich habe dann später, viel später eine Ausbildung gelernt, also so ein Professor, der uns hier erklärt hat, wie man lernt, also wie man eigentlich richtig lernt. Und richtig lernen tut man, indem man sich zu allem, was man lernen muss, Bilder macht. Ja. Also dann, wenn du jetzt so eine Geschichte selber schreibst,
dann hast du ja Bilder dazu im Kopf und wahrscheinlich kannst du dir dadurch dann besser merken. Genau. Ansonsten ist es fürs männliche Gehirn einfach schwierig. Mädels haben da natürlich auch kein Problem. Also die sehen einmal was, dann wissen, dann haben die eine Texte. Das ist immer wieder erstaunlich. Okay. Also gewisse Unterschiede gibt es tatsächlich, auch wenn viele Leute das ja heute so ein bisschen leugnen wollen. Aber warte, da sind Unterschiede zwischen Frau und Mann jetzt? Ja, ja, also gibt es schon. Naja, gibt schon. Also die Natur hat sich ja, die Natur hat sich ja irgendwo auch was dabei gedacht. Man darf man immer nicht vergessen. Ja. Was ich wirklich zugeben muss, ist, dass die Frau ja wirklich, also wirklich das härtere Geschlecht ist, sagt man das so? Oder ja, kann man so sagen. Also die müssen ja wirklich mehr durchmachen. Also die halten mehr aus als wir Männer, auch wenn wir Männer, sag mal, körperlich stark sind. Aber ansonsten hat sich die Natur natürlich was dabei gedacht. Und aber nur reicht's. Du reicht's schon. Also ich finde schon, dass heutzutage trotzdem noch so sein darf, dass Männer im Prinzip ihre Aufgaben haben und Frauen ihre Aufgaben haben. Das ist okay so, ja. Das muss nicht unbedingt bei allen Sachen vermischt werden, ja, also auf gleiche Stufe gestellt werden. Weil es halt einfach so ist. Ja. Irgendwie will man heutzutage alle auf gleiche Stufe stellen. Also das, weißt du, also, dass du live bist, ja? Ja, naja, ist egal. Man muss ja sehen, man hat ja die Meinungsfreiheit. Na ja, ja, klar, also, klar. Ich weiß, was die anderen ja hier nicht sehen, sehe ich auch, dass die Männer in der Überzahl hier im Wohnzimmer sind. Ja. Egal, ich sitze hier, mir kann nichts passieren. Das ist halt Wohnzimmer, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, man muss sich auch über alles unterhalten können im Wohnzimmer. Ja, ohne das, ja, wie auch immer. Ich mach mal lieber einen Song. Bevor es mich erdrückt, oh verzeih und hole mich
Menschen, die können sich alles erlauben, die können machen, was sie wollen und wir sind gar nicht alt. Man ist stinksauer auf den und dann gucken sie einen an und dann verzeiht man sozusagen alles, in Anführungsstrichen, und ist wieder Big Freund oder wie auch immer. So die mit dem Hamsterblick, ja. Mit dem Hamsterblick, mit dem, bei Frauen ist es dann, weiß ich nicht, der Prinzessinnenblick oder so, weiß ich nicht. Es ist immer unterschiedlich. Der heißt, Du Dieb. Warum bist du immer so froh und dann so gemein? Wie kann das sein? Deine Engelsaugen, der Rest ein Schwein. Du Dieb, du kleiner Dieb. Du Dieb, du kleiner Dieb. Aber deine Augen, ich hab dich trotzdem lieb. Du kleine Sau, ich kenn dich ganz genau. Du Halunke, die alte Frau Funke, hast sie belogen. Das mit den Drogen, Schwein, das war ganz schön gemein. Du Dieb, du kleiner Dieb, du Dieb, du kleiner Dieb. Aber deine Augen, du Ratte, ich hab dich trotzdem lieb. Deine Arsch, so das war's. Du Mistmade, du hast mich verarscht. Jetzt bettelst du um Gnade. Na warte, du Schwein, das war ständig gemein. Du Dieb, du kleiner Dieb. Du Dieb, du kleiner Dieb. Bei deinen Augen, du Ratte, ich hab dich trotzdem lieb. Warum bist du immer so froh und dann so
gemein. Wie kann das sein? Deine Engelsaugen, du bist ein Schwein. Du Dieb, du kleiner Dieb, du Dieb, du kleiner Dieb. Aber deine Augen, du Ratte, ich hab dich trotzdem. Zu weit hast mich wieder eingewickelt, oh verdammt, du Schwein, das kann doch nicht sein. Du Dieb, du kleiner Dieb, du Dieb, du kleiner Dieb, du Dieb, du kleiner Dieb. Aber deine Augen, ich hab dich trotzdem lieb. Vielen Dank. Ja, wenn du damit angefangen hast, ist es vorbei. Das verstehen sie ja da. So, auch ein Song. Eine gute, die hatte ich eigentlich heute auch eingeladen, die hat mir ja nicht geantwortet, schade eigentlich. Eine gute Freundin hat mal Texte für mich geschrieben, auch schon lange her, 2005. Und wenn ich mal so Musik, also an der Gitarre was mache, manchmal suche ich mir von den Texten, das sind 5 oder 6 Texte. Ihn raus und guck, ob der passt zu der Musik oder wie auch immer. Oder nimm den Text und schreib was dazu. Und das ist jetzt so ein Song, ist also sie hat den geschrieben und das Witz hier ist, sie hat ihn mir damals rübergeschickt mit Fax, da steht noch wirklich drauf, welche Uhrzeit. Also der wurde ungefähr so 23.30 Uhr 2005 geschickt. Und ja, der ist ziemlich frisch, den habe ich noch nicht live gespielt, oder einmal so. Und deswegen muss ich hier so ein bisschen auf den Text gucken. Der Song heißt Lebensweg. Der nächste Schrei war laut und klar. Die Welt stand auf den Kopf. Schnell drehten sie dich in ihre Richtung. Und drücken den Einheitsknopf. So rennst du mit der Meute und Staub nebelt dich ein. Du hoffst auf fette Beute, so trichtern sie dir es ein. Oh, hast du was, dann bist du was, was bilden die sich ein? Und was du hast und was du bist, entscheidest du. So ist es mit dem neuen Song. So ist es mal mit den neuen Songs. Wir machen die zweite Strophe nochmal. Was soll's? Heißes Blut und kalte Duschen spülen den Staub von mir ab. Der Weg ist lang und verschlungen. Vorsicht, verfall nicht in den Trab. Es gibt viel zu ergründen, zu träumen und zu befreien. Lass dich vom Leben entzünden. Was du willst, das kannst du auch sein. Oh, hast du was, dann bist du was, was bilden die sich ein? Was du hast und
was du bist, entscheidest du. Ein Lachen, das dich wärmt, die Tränen, die du trocknest, das Lachen, mit dem du wärmst. Oh, hast du was, dann bist du was, was binden die sich an. Und was du hast und was du bist, entscheidest du. Sonnenstrahl auf deine Augen trifft, der Lebensweg voll Wald erquam zu Ende gegangen ist, dann folge deinen Spuren, die du hinterlassen hast, damit du dir zum guten Schluss noch etwas Freude machst. Hast du was? Bist du was, kann stolz auf dich sein. Denn was du hast und was du bist, entscheidest du allein. Oh, hast du was, dann bist du was, kann stolz auf dich sein. Denn was du hast und was du bist, entscheidest du. So ist es mit neuen und frischen Songs. Ja, da denkt man sich Sachen aus und freut sich darüber, weil man sich schön ausgedacht hat, und dann verkackt man die. Das ist immer so. Das ist, wenn die frisch sind, ist das immer schon so. Warte. So. Song, der ist auch schon ziemlich alt. Alte Songs hier rausgekramt heute. Ja, was soll ich zu denen sagen? Ich weiß ja nicht, warum ich den geschrieben habe und wann ich den geschrieben habe. Ich weiß, dass ich den damals mal mit der großen Band 2002 gemacht habe, aber 3. Ich weiß nicht, also der Grund, glaube ich, war das gewesen, dass man ja immer sagt, man macht das an den Schuhen, macht man den Menschen aus oder so. Wenn er schicke Schuhe hat, dann ist er was Besonderes, was ja auch Quatsch ist. Aber die gibt irgendwie, glaube ich, so ein Sprichwort, und ich glaube, daraufhin bin ich auf diesen Song gekommen. Und ja, der heißt so schicke Schuh. Ganz laut, ich hab noch nie geglaubt.
hab ne laute Stimme, wenn ich singe. Und was hast du? Ja, was hast du? Ja, was hast du? Was hast du? Reichen die Akkusten nicht? Nee. Ja, ich hab nur noch 3 Songs, wenn das okay ist. Ist okay. Ja, ist gut. Hast du nicht gefragt, wie lange du spielen sollst? Ich glaub, du hast gefragt. Ich hab gefragt, ja. Ich wusste jetzt auch nicht, ob wir eine Pause zwischendurch machen oder nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das sonst mal macht, ob da eine Pause ist. Wir machen das immer so, wie es sich ergibt. Okay, noch 3 Songs und dann. Dann sind wir befreit von mir. Ich habe heute noch Programm, so ist es nicht. So. Muss er noch woanders hin. Hast du noch einen Gig, ja? Ich habe noch einen Gig, ja. Und wir dachten, da ist der Song. Jetzt. Thank you.
dieses Gefühl geht nie vorbei. Und wir, ja, wir dachten, für immer jung. Dieses Gefühl geht nie vorbei. Weißt du noch, wir beide saßen im Treppenhaus allein, blickten uns an, als wäre die Welt nur für uns zwei. Für immer jung. Für immer jung. Und wir, ja, wir dachten, immer jung. Dieses Gefühl geht nie vorbei. Und wir, ja, wir dachten, für immer jung. Dieses Gefühl geht nie vorbei. Und wir gingen durch unsere Straßen, trafen uns immer ganz heimlich. Niemand sollte es wissen, nur wir zwei. War für immer jung. War für immer jung. Und wir, ja, wir dachten, immer jung. Dieses Gefühl geht nie vorbei. Und wir, ja, wir dachten, für immer jung. Dieses Gefühl geht nie vorbei. Doch die Zeit verging so schnell. Und du in einer anderen Stadt. In Erinnerung das Treppenhaus. Die Bilder sind ganz matt. Die Bilder sind ganz nackt. Und wir, ja, wir waren immer jung. Dieses Gefühl ging nie vorbei. Und wir, ja, wir waren immer jung. Dieses Gefühl geht nie vorbei. Heute bist du in einem ganz anderen Land. Keine Bilder von früher an der Wand. Die Bilder im Kopf, die Erinnerung. Wir wissen, das hält uns immer jung. Denn wir, ja, wir wissen, immer jung. Für immer jung. Unsere Erinnerung. Für immer jung. Für immer jung. Für immer jung. Für immer jung. Hat und nicht weiß warum. Hast du eine spezielle App, um die Songs anzuzeigen oder wie machst du das? Eine spezielle App? Ja, das ist wie nennt das? Setlist Maker. Setlist Maker. Ist eigentlich eine schöne App. Muss man natürlich viel erstmal bestücken. Also mit den Texten und alles so. Man hat auch viel Möglichkeiten. Also man. Was witzig ist, man kann zu jeder Show oder jeder Veranstaltung macht man sich neu und die bleibt auch gespeichert. Man kann dann zum Jahresende, wenn man möchte, oder für einen Zeitraum,
kann man dann eine Auswertung machen, wie viel oft man welchen Song gespielt hat und was weiß ich was. Das ist ganz witzig, aber man kann eben halt, wie gesagt, muss die Songs halt speichern und man kann. Schön ist, dass man immer die Sets wieder rausrufen kann, weil man jetzt sagt, ich habe dort und dort gespielt und es war schön gewesen, die Titelabfolge war toll, nehme ich das wieder. Und wie gesagt, man kann dann auch Aufnahmen hinterlegen. Also wenn man jetzt mit anderen Musikern irgendwas spielt, kann man sagen, pass auf, so hört sich das an, macht das kurz an. Also das ist schon, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist das eine sehr, sehr gute App. Also der Text fängt doch irgendwann an zu laufen, ich weiß aber nicht, wie der das ausrechnet. Keine Ahnung. Ach so. Also ich gebe quasi ein Programm vor, so dass im Durchschnitt der Song 4 Minuten dauert, sage ich jetzt mal so. Und irgendwie fängt der Text dann auch an zu laufen, also wie so auf dem Teleprompter. Und das passt dann auch, ja? Zufällig passt das immer irgendwie. Manchmal ist das, wenn ich so viel quatsche wie jetzt, fängt es jetzt dann natürlich dann ein bisschen früher an zu laufen. Aber der rechnet da irgendwas aus, ich weiß nicht, ob der das da, keine Ahnung. Wahrscheinlich anhand des Takts oder so, ne? Er kann es ja hören. Meinst du, dass das so weit ist? Der kann mich hören? Der kann dich hören, ja. Ich aufpasse, dass es manchmal nicht aussehbar. Kennst du nicht Alexa? Also ich meine, das nimmt gar nicht vom Ausmaß an. Ja, 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 ja. Es gibt Leute, die wissen schon ja nicht mehr, wie sie einkaufen gehen, wenn Alexa nicht funktioniert. Ja. Das wird unser Verderbnis sein, diese ganze Technik. Das spannend wird es in 2 Jahren, weil da hat eine Firma angekündigt, dass sie einen Chip rausbringen wollen, der ungefähr so viel Rechenleistung wie unser menschliches Gehirn hat. Oh. Und dann wird man wissen, ob Bewusstsein was Besonderes ist, also irgendwas Göttliches, oder ob es tatsächlich simulierbar ist. Okay. Also Bewusstsein, wenn die Maschine sozusagen sich ihrer selbst bewusst wird. Ja. Also wir kommen quasi dorthin, wo früher die Science-Fiction-Filme in den 70er oder 80er Jahre waren. Ja, ja. Oder die Maschinen, die Menschheit beherrscht haben. Aber meiner Meinung nach ist es noch nicht geklärt. Es kann auch sein, dass man so eine Maschine baut, die tatsächlich so viel Rechenleistung hat, es dann aber nicht funktioniert. Und wenn das passiert, ja, dass man Bewusstsein nicht simulieren kann mit so einer Maschine, mit so einer Rechenleistung, dann muss man sich wirklich fragen, vielleicht gibt es ja wirklich einen Gott oder irgendwas anderes, was wir noch nicht wissen. Und wenn, dann sollten wir vorher noch einen Science-Fiction-Film ansehen, damit sie wissen, wie wir kämpfen müssen. Weil interessant ist, kommt ja in allen Kulturen kommen ja irgendwie Götter vor. Ja. Und irgendwo muss das ja auch irgendwie herkommen. Ja, also das ist, weil man das nicht begreifen kann. Weil irgendwann, wenn man diese... Die wunderschönen Sinne, da passt doch dann übrigens der nächste Song dazu, die wunderschönen Sinne, die man hat als Kind. Also sprich, man hat ja, als Kind macht man sich ja keinen Kopf über Hernisch und muss sich ja auch keinen Kopf machen. Und man hat auch so wie Tiere noch als Kind, sag ich mal, so einen Instinkt. Also man merkt irgendwie, den mag ich nicht, den mag ich nicht. Genau, als Kind reagiert man da drauf. Also die Kinder, die gucken ihn nicht an, weil die... Könnte ich halt nicht leiden. Die können mich dann nicht leiden, genau. Das vergeht irgendwann. Und sobald man dann anfängt zu denken, sag ich mal so, oder bewusst zu denken, da werden sich damals wahrscheinlich die Männer hingesetzt, Menschen hingesetzt haben, wenn die gesagt haben, ja, warum sitzen wir hier, warum haben wir jetzt Bebene, das muss einen Grund haben. Das muss eben da oben im Himmel eben, der die Wolken hin und her schiebt und der hat uns hergestellt. Also so kann ich mir das nur vorstellen, weil man sucht ja mal nach Gründen. Und ich glaube, dass die damals dann Grund gesucht haben. Wo sie dann gemerkt haben, was manche für eine Macht dadurch ausüben können, war das wie so ein Selbstläufer gewesen. Ist meine Erklärung, meine persönliche. Ja, da hat jeder so seine Erklärung. Wenn wirklich irgendeiner da eine Macht gehabt hätte, uns irgendwie aus Knetmasse herzustellen oder sowas, dann wäre das nicht so, wie das jetzt ist. Also das kann man erinnern, erzählen, was er will. Also so. Das wird mit Sicherheit so irgendwie so Seelenwanderung oder so, weil das ja eine gewisse Energie ist, sag ich mal so, das kann ich mir vorstellen. Es gibt bestimmt auch Sachen, wo wir alle mit dem Kopf schütteln. Aber ich meine, wie gesagt, in 2-3 Jahren wissen wir vielleicht mehr. Wenn wir uns nicht gegenseitig umgebracht haben, ja. Ja. Das muss man ja auch dazu sagen. Das wird ja immer bekloppter. Ja. Ach, vielleicht. Dann treffen wir uns immer nur im Wohnzimmer, dann nehmen wir nicht mehr raus. Ja, also ich sowieso. Also wenn ich hier was los bin ich sowieso weg. Definitiv. Also das war schon immer meine Devise, ich tue mir das nicht an. Also egal, was irgendwelche Leute machen, ich nicht. Das ist nicht meine Welt. Brauche ich nicht. Vor allem wird es ja noch lustig, wie das so die Generationen so sind. Das ist ja noch so, weil wenn man sich heutzutage unsere Jugendlichen anguckt oder so,
Ich weiß nicht, da hat man keine, da weiß man nicht so, was passiert wirklich. Also die wachsen ja so ganz anders auf. Ja, also meine Tochter, die ist total tough und da mache ich mir keine Sorgen. Ja, nicht alle. Die wird auf jeden Fall für Frieden und für so weiter sorgen, also soweit sie kann. Und da gibt es viele heutzutage, auch viele junge Menschen, die sagen, also wir wollen im Frieden leben, wir wollen es schön haben und diesen ganzen Fuck up könnt ihr euch sonst wo hinstecken. Und gibt leider auch viele andere. Also zum Beispiel mir machen sehr viel Sorgen die Gamer. Also die Leute, die viele Computerspiele spielen. Ja. Weil ich glaube, dass das ganz schön Einfluss aufs Gehirn auch hat und die Menschen halt auch verändert. Ja. Naja, also, wenn jemand den ganzen Tag so eine Ballerspiele spielt, dann wird das irgendwann auch zur Realität, weil er ja diese Wahrnehmung hat. Den Unterschied nicht zu merken, was ist reelle Welt, was ist irre. Das ist so wie diese Krieger oder diese Soldaten, die aus dem Krieg zurückkommen und eigentlich nicht mehr leben können, so im normalen zivilen Leben, sondern dann als Söldner irgendwo hingehen, weil sie nicht mehr anders können. Das ist gar nicht selten. Also viele Leute haben da ein Riesenproblem. Stellen Sie uns Philosophen und so. Ja, warum denn nicht? Ja. Wie heißt denn der Titel? Der Titel, genau. Der passt ja so ziemlich zu dem Thema gerade. Der Song heißt Vergessen. Vergessen. Unsere
der Welt. Ein Lächeln im Sonnenlicht. Ein Lächeln im Sonnenlicht. Oh, ist ja schön. Ich komme zum letzten Song. ja, der letzte Song ist im Prinzip, den habe ich eigentlich, dieser Reggae Night Rotbart, von dem ich vorhin Freiheit gegen Gold gesungen habe, habe ich damals angefangen Musik zu machen und wir haben das, glaube ich, 6 Jahre geschafft und dann haben wir uns irgendwie, haben wir uns getrennt. Aus vielen Gründen, auch, aber auch aus Gründen, die ich bis heute noch nicht weiß, keine Ahnung. Und der hatte einen Unfall damals gehabt, mit seiner Frau zusammen, ganz bösartig, ist auf Sardinien der Bungalow explodiert. Wir haben es aber wirklich noch geschafft, hier nach Berlin ins Unfallkrankenhaus zu kommen, Koma einlegen, bla bla bla. Mhm. Und natürlich wollte das Kinder bezahlen und Versicherung und das war da ziemlich schwer gewesen, ziemlich viele Gerichtsverhandlungen, bla bla bla, alles Mögliche. Und da hatten wir damals eine Benefiz-Sache im Prinzip gemacht, eine Benefiz-Party, Benefiz-Konzert und alle mit sämtlichen Freunden. Und irgendwie habe ich damals da den Song dafür geschrieben, um ihm das nochmal so zu sagen, dass es schön war, dass wir zusammen Musik gemacht haben und so. Und es war damals eigentlich nur so ein Spaß, oder beziehungsweise um ihm eine Freude zu machen, aber irgendwie ist der Song kleben geblieben und der heißt Weißt du es noch? Sag mal, weißt du es noch, wie es damals war? Es war ein Wintermonat, ich glaub Februar. Ich kam zu dir, es war Schnaps und ein Bier. Wurde langsam warm und wir fingen gleich an. Ich sang mein erstes Lied, schief und krumm. Und du gabst mir Tipps, denn ich war ja noch dumm. Sag mal, weißt du's noch oder weißt du's nicht? Wie fing es an? In der Jacobson Street, wo alles begann. Sag mal, weißt du's noch oder weißt du's nicht? Wie fing es an? In der Jacobson Street, wo alles begann. Oh, sag mal, weißt du es noch? So gar nicht gut. Die Probe war wichtiger als die Frau in der Not. Aus den Titeln wurden mehr und wir zogen langsam los. Von Mucke zu Mucke und ich wurde richtig groß. Es war eine geile Zeit, Musik in Perfektion. Manchmal waren wir ganz schön breit, doch was macht das schon? Sag mal, weißt du's noch oder weißt du's nicht? Wie fing es an? In der Jacobson Street, wo alles begann. Sag mal, weißt du's noch oder weißt du's nicht? Wie fing es an? In der Jacobson Street, wo alles begann. Sag mal, weißt du's noch oder weißt du's nicht? Wie fing es an, wo alles begann? Oh, sag mal, weißt du es? Du dich
verletzt, ich weiß nicht warum. Es trennten sich unsere Wege, ich frag mich, war es dumm? Sag mal, weißt du's noch oder weißt du's nicht? Wie fing es an? In der Jacobson Street, wo alles begann. Sag mal, weißt du's noch oder weißt du's nicht? Wie fing es an? In der Jacobson Street, wo alles begann. Sag mal, weißt du's noch oder weißt du's nicht? Wo alles begann, oh, sag mal, weißt du es noch? Vielen, 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 vielen Dank. Danke, Mirko, dass ich hier sein durfte, in deinem Unplugged-Wohnzimmer. Ja, danke, Cage, dass du hier warst. Vielen Dank. Haben wir eine Weile gebraucht, bis das geklappt hat. Ja, das hat eine Weile gedauert. Und danke an die Couch-Gäste. Ja, und an die hier. Und hier am Stream, Livestream. Vielen Dank. So, jetzt sind wir wieder unter uns.